Wochen als Judy Garland. Nach einer stürmischen Karriere, nach gescheiterten Ehen und finanziellen Fehlschlägen ist sie wieder ganz zu Hause, in New York, im Palace Theater am Times Square, wo sie sich mit ihren Kindern, Lorna und Joey, für unsere Sendung interviewen ließ. Die Premiere hat sie inzwischen überstanden. Die Zustimmung eines Publikums, das ihr alles verzeiht, wollte kein Ende nehmen. Die Pariser liebten Edith Piaf. New York umjubelt Judy Garland. Sie ist ein Naturereignis, meint die Kritiker, und immer noch ein Superstar. Die erste Frage an Miss Garland musste so lauten: Wie fühlt man sich, wenn man wieder zu Hause ist, hier im Palace Theater? Die Antwort: Es ist wunderbar, aufregend, großartig, alles, was Sie wollen. Und was machen die Leute in Pocatello, Idaho, wollte ich wissen. Das war eine Anspielung auf ihr Lied: Ich kam in einem Bühnenkoffer zur Welt in Pocatello, Idaho. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich nie in Idaho war, sagt Judy. Ich bin mal durchgefahren. Aber da es nun fast schon eine Legende geworden ist, meinetwegen also, ich stamme aus Pocatello, Idaho. Und dann kamen die Kinder an die Reihe. Joe ist 12 Jahre alt. Auf welche Weise willst du nun deiner Mutter helfen? Auf der Bühne, meine ich. Oh, ich spiele Schlagzeug, sagt er, ich tanze ein bisschen und ich singe. Und dann kam Lorna, die Schwester. Sie ist 14 Jahre alt. Sie spricht, wie man erfährt, weder Deutsch noch Französisch noch Italienisch. Aber sie kann singen. Wen wundert das, wenn die Mutter Judy Garland heißt? Sie und ihr kleiner Bruder werden also mit auf der Bühne sein. Das gehört zur Familientradition. Die haben es besser als ich, lacht Judy. Ich stand schon als Dreijähriger auf der Bühne. Und das ist nun aus mir geworden. Und was werden Sie den New Yorkern in diesem Jahre bieten, wollten wir dann noch wissen. Auch hier in New York werde ich natürlich die alten Lieder singen. Swanee, Over the Rainbow, San Francisco, Chicago. Na, Sie wissen schon, die guten alten Evergreens. Das, was die Leute immer wieder hören wollen. Ich bin wirklich ganz gerührt, wie treu und anhänglich die Menschen sind. Draußen warten sie schon. Kommen Sie doch bitte mit nach draußen. Sie werden sich wundern. Child.